Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Unboxing-Video. Muss ich ein paar Sachen mal wegräumen. Das möchte ich zuerst machen. Und zwar ist das eine wasserdichte Bluetooth-Box. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Hier irgendwo wird Werbung stehen. Da wurde ich angefragt, ob ich die mal vorstellen möchte. Und was mir daran gereizt hat, ist, einmal hat die einen Wecker, eine Uhr. Na komm. Jetzt könnt ihr das sehen. Die hat eine Uhr. Und halt wasserdicht. Und ich hatte ja, wissen ja einige schon, überlegt, mir ein Echo noch ins Badezimmer zu stellen. Problem ist, ich habe kein Echo-Namen mehr frei oder Amazon, Alexa, die liegt bei mir. Und Moment, ich muss mal hier was machen, damit die Tür nicht zufällt, so, weil die Katzen draußen sind. Und da hatte ich mir überlegt, dann nimmst du eine Bluetooth-Box, aber ich hatte keine Wasserdichte für das Badezimmer, und da kam mir das Angebot hier gerade recht und habe gedacht, na, das ist doch eine geile Idee. Dann koppel ich das mit meinem Echo, den ich im Flur habe, weil wenn ich in der Wanne liege und dem was sage, versteht er mich, weil die Wanne, also praktisch meine Wanne ist hier, also hier, und dann ist hier gleich die Tür und dahinter ist praktisch gleich der Flur und da ist der Echo ja gleich auf der anderen Seite, also gleich praktisch an der Wand. Und da habe ich gedacht, na, das passt doch. So, jetzt mache ich euch erstmal, Moment, ich muss euch mal umstecken. So, ich hatte euch nämlich falsch auf dem Stativ drauf. So. Ich zoome mal ein bisschen ran. Wie gesagt, da haben wir dann halt einmal vorne die Box drauf. Und IPX7. Wasserschutz. Dann oben haben wir das auch nochmal und auch Batterie und also hat Akku drin. Ja. Und auf der Seite, mit was man es verbinden kann: iPod, Smartphone, PC, Tablet, allem Möglichen. Und dann hier hinten sind dann noch die verschiedenen Grundfarben. Hier ist jetzt der schwarz-rote drauf. Ich denke mal, dass ich den schwarz-roten auch haben werde. Stück raus. So. Also Unboxing wird jetzt nicht so groß sein, weil es wird da nicht viel drin sein. Wird der Ladekabel drin sein und die Box drin sein. Alles weitere kommt ja dann im Hardware-Video. Wir werden uns die Hardware jetzt nur noch mal angucken im Unboxing-Video, damit es nicht zu kurz wird. Oh cool, was ist denn das? Oh, mit Antenne. Oh geil. Okay. Uiuiui. Okay, hier ist doch mehr drin, als ich gedacht habe. Ich packe das mal so ein bisschen. Oh, der hat so einen Saugnapf, das wusste ich gar nicht. Das war auf den Bildern gar nicht zu sehen, dass der einen Saugnapf hat. Oh, wie geil ist das denn? Dann kann ich den gleich an die Fliesen ranmachen. Schönen großen Saugnapf. Oh, das ist ja geil. Okay, ich stelle den mal hier so drüben hin, damit ihr das sehen könnt. Dann haben wir einmal einen Klinkekabel, also einen Klinkestecker mit bei, mit einer Antenne dran. Also können wir hier praktisch auch Radio hören, wird bei mir nicht in, ja, wird bei mir nicht rankommen, brauche ich nicht. Ich werde sowas nicht machen. So, dann haben wir einmal einen Karabiner mit bei, den wir hier oben ranmachen können, um ihn dann irgendwo anzuhängen. Das werden wir gleich alles noch machen. Machen wir hier Unboxing mit ein bisschen Hardware gleich mit bei. Scheißegal. Eine Anleitung haben wir mit bei. Welcher Knopf was ist, brauche ich nicht. Das weiß ich. Bei den Bluetooth-Dingern, das war alles fast selbsterklärend. So. Und hier haben wir einen USB zu USB-C Kabel. Schön. Also auch hier
Na komm. Ja, der will gerade nicht fixieren. Jetzt. Auch hier das schnelle Laden ist endlich angekommen. Ich hoffe, da ist jetzt auch noch Saft drauf. Wenn nicht, muss ich das Ding erstmal laden. So, wir werden erstmal den Karabiner anbauen, damit der nicht verloren geht. Ich zoome euch mal hier ein bisschen an. So. Und hier oben haben wir dann praktisch, wir gucken uns gleich von nahen an, so ein durchsichtiges. Dann nehmen wir den Karabiner, wir machen den einfach auf. So. Und halten den so fest. Und machen den hier rein. Zack, zack. Und wir. So. So kann nur ein Karabiner uns nicht verloren gehen. Und er ist schon mal dran. Den. Ich muss mal gucken. Hier haben wir dann so eine Gummiabdichtung. Oh, die ist aber ziemlich dick. Das ist cool. Hier ist so eine Gummiabdichtung. Ich halte euch das nochmal nah ran, damit ihr das seht. Und seht ihr, wie dick das ist? Das auch nicht abschneiden oder so. Das ist wichtig. Das ist der Wasserschutz, praktisch der über dem USB ist, damit kein Wasser ins Gerät kommt. Und hier haben wir dann noch einen Klinkeanschluss. Da würde dann praktisch der Klinkekabel reinkommen. Wir können den auch so machen. Wartet mal. So, drehen wir den mal nach oben. Wenn wir den dann mit einem Saugnapf festmachen, haben wir oben die Uhr und hier haben wir die Antenne. Die können wir dann ausfahren. Für mich eher uninteressant. Ich will ja für Spotify und so nutzen. Also machen wir das auch zu. Haben dadurch einen schönen Wasserschutz. So. Basspol steht hier unten drauf. So, dann haben wir hier oben den. Und das war's schon. Und vorne haben wir dann halt hier Knöpfe. Also alles rote hier sind Knöpfe, damit man den halt von vorne bedienen muss, kann. Nicht muss, aber von vorne bedienen kann, dass alles übersichtlich ist und nicht, dass man irgendwo an der Seite gucken muss, wo war jetzt welcher Knopf. Finde ich an sich sehr gut. Aber wir werden mal gucken. Moment. So, ich habe mir meine Lesebrille geholt. Play Pause ist oben links. Dann haben wir ein M. Auf der rechten Seite ist oben laut, unten leise und hier unten ist der Power-Knopf. Also praktisch, hier ist Power, zentral unten, laut, leise. Was war hier oben nochmal? Also ja, Play, Pause und hier M. Das werden wir jetzt gleich mal versuchen. Doch an. Oh, der leuchtet so, ja. Das ist schön. Das ist schicki. Da wird er jetzt nichts finden, logischerweise. Das ist cool. Jetzt müsste man nur noch gucken. Ah, die Farbe kann ich auch einstellen. Ach, ich habe es rausgefunden. Die Uhr können wir jetzt einstellen. Uhr 37. Ich will aber noch mal schnell gucken. Ja, oh Gott sei Dank. Gut. Gut. Ich habe jetzt geguckt, ob nach 11 und nach 12 auch 13 Uhr kommt. Ja, wir haben einen 24-Stunden-Timer. Finde ich 24-Stunden-Uhr, dass wir auch wirklich
hier auf dem Display das vernünftig sehen können. Wartet mal, ich zoome euch noch mal ein Stück ran. So, und hier unten haben wir dann praktisch die Farben, jetzt pulsiert es halt. Jetzt leuchtet es nur blau, weiß, rot, grün, gelb, lila, türkis. Oh, türkis ist toll. Rot. War das rot pulsierend? Beziehungsweise jetzt kommen alle Farben nach und nach pulsierend. Jetzt ist es schneller. Und da ist schon aus. Okay. Jetzt ist er aus. Und die Uhr geht gleich mit aus. Jetzt gucken wir mal, wie schnell sie startet. Und schon ist er da, mit Uhr, alle drum und dran. Und aus. Also funktioniert recht zügig, muss ich sagen. Hoppala. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. So, also wie gesagt, ich will ihn ja gleich koppeln. Das werden wir dann auch mal überprüfen, ob das WLAN-Signal jetzt vom Echo bis hierher reicht, also Bluetooth-Signal reicht, und auch wie die Qualität ist, bin ich mal gespannt. Und ich werde euch dann auch auf dem Laufenden halten, ich werde es dann, wäre nachher nur eine Wanne, gleich benutzen und euch sagen, wie der Saugnapf ist, ob der Saugnapf das Gerät hält oder nicht hält. Ist so schwer ist es aber gar nicht. Bin mal sehr gespannt. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Mal gucken. So, dann will ich jetzt hier für das Unboxing und Hardware-Video alle denn eben jetzt einen Cut machen. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder, wo wir denn den verbinden werden. Und uns dann mal die Qualität vom Lautsprecher anhören werden. Ich bin mal sehr gespannt. Dann bis gleich. Also wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen natürlich. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.